Im Dialog Vorlagen für Projekt-Set-Grundeinstellungen können Sie unbegrenzt viele Vorlagen für die Projekt-Set-Grundeinstellungen definieren. Eine Vorlage besteht hierbei, wir sagen einfach mal hinzufügen, aus einer Nummer und aus einem Namen. Jetzt sagen wir okay, damit haben wir diese Vorlage für die Projekt-Set-Grundeinstellung angelegt und aus einer bis theoretisch wieder unbegrenzt vielen zugeordneten möglichen Grundeinstellungen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Grundeinstellung Test zuordnen wollen, machen wir einen Doppelklick. Wenn wir die CASV-Einstellung zuordnen wollen, einfach Doppelklick. Damit verschwinden die möglichen Grundeinstellungen im Register. Mögliche Grundeinstellungen tauchen automatisch bei gewählter auf. Wir könnten diese auch hier mehrfach markieren und entfernen. Das heißt also, eine Vorlage für Projekt-Set-Grundeinstellungen enthält eine bis n Grundeinstellungen. Sie werden feststellen, dass in den Beispielen, die Sie von uns in den Branchenmodellen geliefert bekommen, hier immer eine 1:1 Beziehung drin ist. Das ist, wenn Sie nicht über Dutzende von diesen Voreinstellungssets verfügen, durchaus die sinnvollste Variante, um zu starten. Wenn Sie zukünftig hierüber sehr häufig arbeiten und intensiv zum Beispiel Batch-Kalkulationen für die Kalkulation Ihrer Verkäufer über das CAS durchführen, dann können Sie natürlich hier diese Vorlagen wirklich als Vorlagen, sprich als die Kombination von diversesten Grundeinstellungen verwenden, die dann zum Beispiel für die einzelnen Hausserien, Hausarten, Hausgrößen, Bungalows, Stadtvillen und so weiter und so fort entsprechend hinterlegt werden können. Beachten Sie bitte, dass Sie im Dialog automatische Berechnung starten, mit welchem Sie ja dann die entsprechenden Berechnungen der automatischen Berechnung ausführen, genau hier rechts oben auf diese Vorlagen für die entsprechenden Projektsets zurückgreifen. Das heißt also, die Struktur, die Sie im Dialog Vorlagen für Projekt-Set-Grundeinstellung anlegen, ist die, auf die Sie dann bei der Berechnung entsprechend zurückgreifen. Die Grundeinstellungen für die Projektsets sind die, die entsprechend unterhalb dieser Ebene dann entsprechend Bestandteil dieser Projektsets hier über diese Zuordnung sind.